Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen beging am 27. März das 20. Jubiläum der Gründung seiner Landesgeschäftsstelle in Potsdam. Dazu lud der BBU zahlreiche Gäste aus der Branche und Politik in die Schinkelhalle und ließ mit ausgewählten Festreden die Ereignisse der vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren. Ja, es war eine ausgesprochen bewegende Zeit und für mich selbst in Erinnerung noch die direkte Nachwendezeit. In einer Geschwindigkeit sind Probleme bewältigt worden, Lösungen auf den Weg gebracht worden, wie man sich das heute letztlich nur noch wünschen könnte. Damals vor dem Hintergrund noch nicht so vorhandenen Technik, wie wir sie heute haben. Fax nur eingeschränkt möglich, Handys gab es nicht, Internet gab es nicht. Für viele nachwachsende, jüngere Menschen wahrscheinlich ein unvorstellbares Problem, vor das sie dann gestellt werden würden. Die Mieterhöhungen sind umzusetzen gewesen. Altschulden waren für unsere Wohnungsunternehmen ein großes Thema. Die Eintragung der Genossenschaften bei den Registergerichten, die Zuordnung von Grund und Boden. Also sehr, sehr viel Fülle innerhalb kürzester Zeit. Man feiert ja so 20 Jahre. Vor allem 20 Jahre steht hier Veränderungen ja nicht täglich. Das ist schon ein bisschen aufregend, ein bisschen kribbelnd, ein bisschen wehmütig auch zu sehen, was über die vielen Jahre passiert. Das ist nicht nur schöne, sondern natürlich auch negative Entscheidungen, die auch in der Wohnungswirtschaft getroffen wurden. Ideen, von denen wir uns verabschieden müssen, aber natürlich auch schicke neue Visionen, schöne andere Aufgaben, die uns bevorstehen. Das sind 20 Jahre. Das ist heute so mein Tag. Und dieser Tag wurde dementsprechend gewürdigt. Auch Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger überreichte einen Strauß Blumen zum Jubiläum und lobte das Engagement der Brandenburger Wohnungsunternehmen. Allerdings wies er auch auf die neuen Herausforderungen hin, die mit dem steigenden Wohnungsleerstand anstehen. Ab 2016 drohe eine erneute Abrisswelle, die auf das Land zurolle und der man gemeinsam begegnen müsse. Dementsprechend ist man auch in der BBU-Landesgeschäftsstelle Potsdam auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Wir glaubten mal, es würde dann mal Ruhe eintreten. Nein, die Herausforderungen sind immer wieder neue da. Ob das die Fortsetzung dieser demografischen Wandels ist, ob das die Weiterführung alternativer Energien betrifft, die sich in unserer Branche, ob wir uns diesen modernen Technologien anpassen und nähern müssen, Web 2.0, ob wir uns darauf einstellen müssen, dass die nächsten Generationen nicht mehr diese hohen Löhne und Rente haben wie die jetzigen und wir also auch weiterhin preiswerte Wohnungen anbieten müssen, ob wir uns darauf einstellen müssen, dass auch von der Politik immer mehr versucht wird, staatliche Subventionen zurückzunehmen. Also es bleibt genug zu tun. Und Sie sehen es ja gerade an der jetzigen Bundesregierung, wenn der politische Wille fehlt, diesen wichtigen Prozess Stadtumbau und Stadtentwicklung weiter zu betreiben, haben wir eine Menge Arbeit, damit auch Brandenburger Städte in Zukunft das sein können, was sie sein müssen. Ankerpunkte im Raum für das große Land. Und in diesen Städten leben unsere Mieter, leben unsere Genossenschaftsmitglieder. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir die Aufbruchsstimmung, die wir heute anlässlich unseres Festaktes wieder verspürt haben, uns in die Zukunft transportieren und mit rübernehmen können und dass wir weiterhin so vertrauensvoll mit unseren Mitgliedsunternehmen und mit der Politik und allen weiteren Partnern zusammenarbeiten, um Brandenburg insgesamt und die Wohnungswirtschaft und die Städte nach vorne zu bringen. Es bleibt also auch für die kommenden Jahre genug Arbeit für den BBU und seine Landesgeschäftsstelle in Potsdam. Die Jubiläumsfeier war somit auch ein Auftakt für neue Aufgaben, die es gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen zu bewerkstelligen gilt.